Hallo, heute ist Sonntag, das heißt, heute gibt es ein neues Nachgedacht-Video und ihr habt wieder super viele neue Themenvorschläge geschickt und ich habe die alle fleißig abgespeichert und auch schon sortiert und ich habe mir für heute einen rausgesucht, wo ich einfach dachte, das passt gerade einfach so gut zu den Dingen, die ich letztes Jahr erlebt habe oder eigentlich auch schon mein ganzes Leben und auch die mich jetzt gerade wieder beschäftigen und wonach sollte man entscheiden, was man eigentlich tut? Egal, ob das jetzt beruflich gesehen ist, ob das privat gesehen ist oder schulisch, es gibt so viele Entscheidungen, die man eigentlich treffen muss, die wichtig sind, wo man häufig andere Leute um Rat fragt und irgendwie aber trotzdem nicht so richtig weiß, auf wen soll man jetzt eigentlich hören. Vor allen Dingen, wenn sich dann der Rat der anderen mit dem eigenen Wunsch oder dem eigenen Gedanken total widerspricht, dann sagt man eher, so soll ich jetzt auf meinen Bauch hören oder auf das, was andere sagen oder auf das, was von mir erwartet wird. Und ich finde, es ist so eine interessante Fragestellung, dass ich mir das eben heute rausgepickt habe. Und ihr könnt aber auch weiterhin wieder neue Vorschläge einreichen, sage ich mal, über die Kommentare mit dem Hashtag nachgedacht. Danach filtere ich immer und wie gesagt, speichere mir auch immer alles ab. Und ich freue mich auch schon wieder sehr auf euren Input und eure Meinung in den Kommentaren. Also lasst uns auch unter diesem Video hier wieder miteinander darüber sprechen, über dieses Thema. Weil ich sagen muss, ich war schon dadurch, dass ich immer so ein unsicherer Mensch war, also das hat sich jetzt gelegt, also ich würde mich jetzt nicht mehr als so unsicher bezeichnen, schon gar nicht beruflich gesehen, da weiß ich genau, was ich will. Natürlich hat man trotzdem noch Momente, wo man denkt, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Ist es nicht so, dass es super einfach wäre für mich, aber ich muss dann nicht mehr ganz so viele Leute um Rat fragen, wenn es darum geht, was ich machen soll. Im Sinne von, sollte ich mich selbstständig machen oder nicht? Das war für mich nicht so, dass ich jemanden fragen muss deswegen, sondern ich wusste, ich will das machen und ich kann das und ich werde das machen, auch wenn es große Komplikationen geben wird, ist es egal. Ich kann das und werde es tun. Deswegen meinte ich, bin ich nicht mehr so unsicher bei so wichtigen Fragen, aber ich war das früher immer und habe natürlich meine Mama gefragt, die mir auch wirklich immer sehr geholfen hat und auch Freunde, teilweise Bekannte und Leute, die sich halt in den Bereichen jeweils auskennen. Aber dennoch war ich oft dann verunsichert, wenn eben die Meinungen unterschiedlich waren. Und generell wurde ich so erzogen, dass alles, was ich will, dass ich es halt auch erreichen kann. Und es war halt immer mein Bauchgefühl dann, was ich habe entscheiden lassen. Das heißt, ich habe schon logisch abgewägt, ist es jetzt gut für mich, ist es jetzt sinnvoll. Aber am Ende habe ich mit meinem Bauch entschieden und es war bis jetzt noch nie so, dass ich es jemals bereut hätte, dass ich so entscheide. Und ich wüsste jetzt auch keine Situation, wo man unbedingt auf andere hören muss. Wobei ich auch unterscheide, wenn man jetzt zum Beispiel 13, 14 ist, da hatte ich überhaupt keinen Bock auf Schule, gar keinen Bock. Und hätte ich dann auf mein Bauchgefühl gehört, sozusagen, also auf meinen Schweinehund quasi, hätte ich einfach mit der Schule aufgehört und hätte dann, also mit 16 oder so, und hätte einfach was anderes gemacht und bin ich aber froh, dass ich da eher auf mein Gewissen gehört habe, also auf die Logik und auf den Rat meines Umfeldes und auf den Rat der Gesellschaft, weil mir natürlich dann mit meinem allgemeinen Abi alle Türen offen standen. Also man kann es auch auf anderen Wegen schaffen, mit Realschulabschluss und Ausbildung und Abi nachmachen und so weiter. Aber für mich war es der optimale Weg, den ich jetzt gegangen bin. Und ja, es ist so ein schmaler Grat, worauf man manchmal hört. Also ja, ich weiß auch nicht, zum Beispiel YouTube, auch so ein spezieller Fall, da war es so, ich habe das entdeckt. Meine Mama fand es cool gleich, die hat gesagt, ja, mach das doch. Und die war es auch von mir so gewöhnt, dass ich ja in der Öffentlichkeit stehe, weil ich ja als kleines Kind ja auch schon gesungen habe, mehrere Jahre auch so im Fernsehen und so. Und die hatte damit kein Problem jetzt irgendwie, sondern fand es eher total toll und hat auch mir Mut gemacht. Und dann, wohingegen aber mein Freundeskreis und mein damaliger Freund auch sagten, was für ein Scheiß, wie kann man nur so einen peinlichen Kack machen und das machen doch nur Idioten und YouTube, was ist YouTube schon, voll lächerlich, haben sich halt alle so drüber lustig gemacht, es gab irgendwie gefühlt niemanden eben, außer meine Mama und vielleicht noch mein Papa, der es aber erst später mitbekommen hat, die das gut fanden und die mich da unterstützt haben, sondern für mich war das dann eher so, dann gerade erst recht, weil wenn ihr mich so kacke findet und wenn ihr euch nicht für die Dinge interessiert, die mir wichtig sind, warum soll ich dann auf euch hören? Also
dann bin ich euch doch auch nicht wichtig. Wenn euch egal ist, was mir Spaß macht, wenn ihr das Ganze so mit Füßen tretet, habt ihr einfach mal gar nichts zu sagen und haltet doch einfach mal die Fresse. So habe ich mir einfach nur gedacht und es war echt schwierig. Ich hatte schon ein paar so Sachen in meinem Leben, auch früher eben als Kind, als ich gesungen habe, hatte ich gar keine Freunde, weil sobald ein Kind irgendwas Besonderes macht und nicht der Norm entspricht, ist man halt vor allen Dingen auf dem Dorf, habe ich die Erfahrung gemacht, stellen Außenseiter. Und dennoch habe ich das jahrelang weitergemacht. Ich habe dann mit 13 einfach aufgehört, weil ich keine Lust mehr auf die Musikrichtung hatte. Aber nicht unbedingt, also natürlich war es auch so ein Faktor von wegen, oh, jetzt lassen mich die Leute endlich in Ruhe, weil ich halt schon überall gemobbt wurde, überall angesprochen wurde. Die älteren Erwachsenen und Älteren, die haben eher sogar, kann ich ein Autogramm haben? Und die Jugendlichen in meinem Alter haben mich halt alle gemobbt oder die ein paar Jahre älter waren. Aber ich habe trotzdem aufgehört, einfach nur, weil mir die Musikrichtung nicht mehr gefallen hat und es nicht wegen den anderen. Und das würde ich auch einfach jedem raten, weil man hat nichts davon, wenn man auf andere hört, die eben in den meisten Fällen es gar nicht gut mit einem meinen und für oder an einen denken, sondern eher nur an sich denken. Weil solange sie dir sagen, du kannst es nicht, brauchen sie keine Angst haben, dass du es kannst und dann was Tolleres, Besseres machst als sie selber. Da spricht oft der Neid und die eigene Angst aus denen. Und das darf man jetzt aber nicht verwechseln mit echten, wahren Freunden, mit vielleicht Geschwistern, mit engen Familienmitgliedern. Wie gesagt, meine Mama hat immer an mich geglaubt und auch mein Papa und auch mein Verlobter jetzt. Wir sind ja auch schon einige Jahre zusammen. Der hat mich von Anfang an unterstützt und hat gesagt, er findet es toll, was ich mache. Und das meine ich, es gibt Menschen, die geben mir auch mal Kritik und sagen, das finde ich jetzt nicht gut, was du gemacht hast, aber da kann man auch drauf hören und damit umgehen. Aber viele Menschen im Leben, auf die sollte man nicht hören, sondern wirklich auf sich selber. Aufs Bauchgefühl kann ich mich immer verlassen, aber mit einem Tick Logik dahinter. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ich habe für mich den Trick einfach so, dass ich mir die verschiedenen Situationen, die verschiedenen Lösungswege oder Möglichkeiten vorstelle, wirklich im Kopf ausmale, falls man das nicht so kann. Es gibt ja auch Menschen, die haben nicht so das kreative Vorstellungsvermögen oder nicht ausreichend, dann schreibt euch die Situation einfach mal auf und lest euch dann diese einzelnen Briefe vielleicht von der Seite oder so durch. Und dann, wenn ihr das lest oder euch vorstellt, spürt man in euch hinein, wie sich euer Bauch anfühlt. Fühlt er sich entspannt an oder kriegt ihr eher so einen Knoten im Hals? Und danach könnt ihr so ein bisschen gehen. Und apropos Knoten im Hals, ich bekomme eine Grotte im Hals, so heißt es bei uns. Ich muss jetzt, glaube ich, mal was trinken. Aber wir sind noch am Ende von diesem Video und ich würde mich sehr freuen über eure neuen Vorschläge mit dem Hashtag nachgedacht. Und hier könnt ihr nochmal die gesamte Playlist angucken, über was wir alle schon gesprochen haben. Hier unten könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren, verpasst keins meiner Videos. Und ich freue mich schon sehr auf eure Kommentare, wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!